Jesus, mein Junge. Ja, was ist denn? Komm, ich muss dir was erzählen. Ich hab ne irre Idee. Du gehst auf die Erde. Komm, setz dich. Ich erzähl dir mal die Story. Also, mein Junge, was hältst du davon? Mal ehrlich. Ja, die Sache mit der unbefleckten Empfängnis, findest du das nicht ein bisschen übertrieben? Keine Angst, ich kenne doch meine Fans. Und das Blutbad unter den Unschuldigen, das ist die Show. Das gibt eine Mordstimmung, das geht weg wie warme Semmel. Ja, aber muss ich als Handwerksgolf auf die Welt kommen? Ich nicht Sohn von einem König oder wenigstens einem reichen Händler sein? Bloß nicht! Diese Prinzen- und Milliardärsgeschichten stehen doch den Leuten bis oben. Die wollen sich mit einem Helden identifizieren. Du bist ein Mann von der Straße, ein stinknormaler Typ, ein Habenichts. Ja, und die Szene mit dem Händler im Tempel, mit dem hätten wir uns doch nur wieder das Kleingewerbe auf den Hals. Ach, weißt du, der Kleinhandel pfeift ja sowieso schon aus dem letzten Loch. Na gut, aber du hast das Ende noch nicht erzählt. Ich sitze beim Abendmahl mit meinen Jüngern. Judas wird mich verraten. Und dann, hä? Und dann? Ach, habe ich dir das noch nicht erzählt? Also, du erscheinst vor dem Kadi und dann wirst du zum Kreuzigen verurteilt. Was? Zum Kreuzigen? Tja, das ist der Knüller. Das ist irre symbolisch. Verstehst du? Und wie das wirkt? Ja, und dann? Was passiert dann? Danach kommen ein paar starke Szenen. Da wirst du ausgepeitscht. Auspeitscht? Denn man wird in eine Dornenkrone aus. Was, eine Dornenkrone? Na, dann schleppst du dich auf dem Golgatha. Das Kreuz auf deinem Rücken. Prinz. Du ächzt quer durch die entfesselte Menge. Du stürzt. Du rappelst dich wieder auf. Und der Golgatha erhebt sich finster vor dem Sturm. Na gut, okay, ich kapier's. Derweil ich auf Golgatha ankomme, ist ein Donnergrollen, Wolken reissen durch, ein Lichtstrahl senkt sich auf mich und auf einer purpurnen Wolke steige ich in den Himmel auf, mit Fanfare. Nein, du hast ja keine Ahnung, sowas ist doch lahm. Nein, ich brauche etwas Schlichtes, etwas Einfaches. Ah ja. Du wirst einfach gekreuzigt. Was, ich werde einfach gekreuzigt? Hey, sag mal, du spinnst ja total, oder was? Hör mal, Junge, du musst mitmachen. Alles ist schon bereit. Johannes der Täufer hat dich schon angekündigt. Nein, sicher nicht. Hey, mein Junge, sie warten schon alle auf dich. Sie werden noch ungeduldig. Das ist ein Renner. Das ist eine Spitzenrolle. Du wirst der Superstar. Nein. Aber Junge. Nein, und überhaupt, das wird der totale Reinfall. Gottes Sohn lässt sich kreuzigen. Das glaubt uns doch keiner. Und ich stehe noch da wie der letzte Depp. Warte doch, ich hab doch dir noch nicht erzählt. 3 Tage später erstehst du wieder auf. Ja, da habe ich viel davon. Okay, ändern wir den Schluss. In dem Moment, wo sie dich kreuzigen wollen, rette ich dich. Okay, und ich komme den Lichtstrahl über und die Purpurwolke. Na gut, okay, versprochen. Gottes Wort. Aber gell? Du leist mich nicht etwa aufs Kreuz, oder? Aber mein Junge, traust du deinem Vater nicht?